Hallo und herzlich willkommen bei Vegan Backen mit Jasmin. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Mein heutiger Gast ist Mitbegründerin und Mitinhaberin eines österreichischen Online-Versandes und das Bio und Vegan, kurz Bio-Vegan-Versand. Und wer mein Gast ist, das seht ihr jetzt. Maggie Cockter hat gemeinsam mit ihrem Mann Herbert den Bio-Vegan-Versand gegründet. Sie wollen allen Menschen den Zugang zu Bio-Lebensmitteln und veganer Ernährung erleichtern, weswegen sie ihre Produkte bis in die entlegensten Winkel Österreichs versenden. Das schönste Hobby von Maggie ist seit mehr als 35 Jahren das Kochen. So inspiriert sie unter dem Synonym Veggie Maggie viele Menschen mit ihren tollen kreativen Rezepten, frei nach dem Motto Essen mit Genuss und Freude, aber ohne Tierleid. Hallo Maggie, schön, dass du da bist. Danke Jasmin, dass du mich eingeladen hast. Ja, super gerne. Du kommst extra aus dem Südburgenland zu mir und da ist das Bio-Vegan-Versandlager, oder? Ja. Und was noch alles? Das ist dein Garten, dein Haus? Mein Haus, mein Lebensplatz, der seit einem Jahr jetzt mein Arbeitsplatz ist. Mhm. Erzähl von deinem Lager, erzähl vom Bio-Vegan-Versand. Also angefangen haben wir mit einer klitzekleinen Idee, biologische, pflanzliche Lebensmittel zu versenden in ganz Österreich im Lager. Das war eigentlich gar kein Lager, das war der Keller von unserem Nachbarn. Oh, okay. Das haben wir wirklich, ja, wir haben ihn einfach gefragt, du, dürfen wir das mit dir machen? Ja. Er hat gesagt, ja. Und dann haben wir begonnen. Wirklich drei Wochen, nachdem die Idee geboren war, haben wir unsere ersten Lebensmittel vom Großhandel bekommen. Wahnsinn. Und haben gestartet. Eigentlich nur als Hobby, wenn man sagt, das machen wir einfach so nett zwischendurch. Inzwischen ist es, ja, Fulltime. Dein Job. Ja, das Hobby unser wurde Beide Job. Von meinem ja. Mann und mir. Und ihr habt jetzt nicht nur Lebensmittel. Mittlerweile ist das ein Riesensortiment geworden. Was habt ihr noch alles außer Lebensmittel? Ja, wir haben auch ein paar Geräte, weil wir sehr auf Rohkost spezialisieren. Ja. Alles, was halt wirklich in der rohköstlichen Küche verwendet wird. Also das heißt, die Nahrung und alles, was man dafür braucht, um es zu verarbeiten. Ja. Super. Aber du backst und kochst auch wahnsinnig viel selber. Du bist eigentlich eine leidenschaftliche Köchin und Bäckerin. Ja. Und ich freue mich ganz besonders, weil du wirst heute mit mir einen Cheesecake backen. Ja, du musst schauen, dass nicht ich backe, sondern du. Ah, das macht nichts. Wir machen das einfach zusammen. Dann fangen wir noch einfach mal an. Und wir haben da schon die Zutaten, die sind alle von dir mitgebracht. Die gibt es alle beim Bio-Vegan-Versand. Da haben wir Mehl, Kristallzucker. Dann habe ich da Seitentofu, Vanillezucker, kalte Pflanzenmargarine und eine Prise Salz. Mehr braucht der Mürbeteig gar nicht. Wir schmeißen jetzt mal alles zusammen. Fangen wir mit Mehl an. Ja, mit Mehl fangen wir an. Dann kommt die Pflanzenmargarine. Ja. Und Vanillezucker haben wir auch. Hier eine Prise Salz drauf. Genau, eine Prise Salz. Genau. Magst du kneten? Ja. Nein. Okay, wenn du so eine ehrliche Antwort hast. Ich mag ehrliche Antworten, dann knete ich. Ja, okay. Schaut schon gut aus. Schaut gut aus, schaut oder? Sehr gut aus. Und den können wir auch gleich in die Form hineingeben. Die Springform ist sogar schon gefettet. Die kannst du mir gleich hergeben. Gut. Aber das teilen wir uns jetzt, oder? Ja. Dann nimmst du die Hälfte ich. Ja, dann müssen wir doch die Hände waschen. Genau, so ist das. So, kommt weg. Und das drücken wir jetzt da einfach so rein, gell? Man könnte dann ein bisschen Mehl noch drauf geben. Könnte jetzt man, noch also wenn ich dann, ja, aber es ist nicht notwendig, es geht so auch. Aber sollte vielleicht, wenn die Pflanzenmargarine schon ein bisschen zu weich geworden ist, ja, dann klebt es dann doch vielleicht an den Fingern, dann reicht es, wenn man ein bisschen drüber stäubt. Die Profibäckerin, sprich, die weiß das. Na, eigentlich gar nicht. Du bist viel mehr Profibäckerin, ich bin nur Köchin. Na, gar nicht wahr. Ich sehe doch, was du postest. Ja, aber ich mache alles. Und das sind die tollsten Kuchen. Alles, was man essen kann. Ich brauche immer irgendwen, der es isst, natürlich. Ah, ich glaube, da findet man leicht Abnehmer. In deinem Fall, oder? Du hast ja eine große Familie auch, oder? Naja, ich habe zwei erwachsene Kinder, die auch den Bio-Vegan-Versand mit stützen. Mhm. Ja. Die Christina zum Beispiel, die macht die Bio-Vegan-Versand-Facebook-Firmenseite. Ja. Und der Clemens hilft uns auch schon ziemlich tatkräftig.
weil wir inzwischen schon sehr viel zu tun haben. Ja, das kann ich mir vorstellen. Und dann natürlich den Mann auch, ne? Ja, natürlich, das ist ja der Firmengründer. Der Chef. Der Chef. Aber mein du bist Chef. Auch Chef, oder? Ja, ich bin auch Chef. Also ich war jetzt eigentlich 33 Jahre lang war ich Chef, ja. Chefin. Ja. Und jetzt seit einem Jahr ist er Chef. Oh. Aber und wie kommst du damit zurecht? Ja, inzwischen ganz gut. Ein bisschen neu orientieren in meinem Leben. Aber du machst es dafür, die ganzen Kochrezepte, ja. Weil es gibt ja auch auf der Seite, hast du auch Kochrezepte. Ja. Aller Arten. Das machst du für dann du. Also du bist, du hast deinen Teil der Aufgabe und du erfüllst den. Ich habe eine eigene Facebook-Seite, ja. Veggie Maggie Seite. Ja. Und es entsteht jetzt gerade auch eine eigene veggiemaggie.info. Rezeptseite, ja. Weil es einfach immer noch genügend Leute gibt, die nicht auf Facebook sind und die sagen dann immer, stimmt. Wir können deine Rezepte nicht sehen. Und dann wird auf dieser Seite der veggiemaggie.info alle Rezepte werden auch dort dann nachzulesen sein. Und das werde ich mir ansehen. Ja. Magst du? Ja. Sehen wir mal ein paar. Sehr schön. Und das werden wir jetzt rasten lassen, solange bis wir die Creme fertig haben. Der kommt jetzt in den Kühlschrank. Wir machen jetzt weiter mit der Cheese-Creme und da brauche ich alle Zutaten, die da hinten stehen. Würdest du mir die geben? Ja, natürlich. Den Zucker, den bräuchte ich jetzt eher pudriger. Du hast mir gesagt, ich soll einen Staubzucker mitbringen. Genau. Und ich habe aber gar keinen Staubzucker okay. im Programm, weil ich meinen Freunden und allen unseren Kunden immer den empfehle, selbst zu machen. Mhm. Also es geht wirklich ganz, ganz flott und... Darf ich? Ja. Ein schönes Spielzeug. Also draufdrücken, gell? Ja, warte, man muss... Genau. Okay, jetzt. So. Das heißt, jetzt können wir die Creme einfach zusammenmischen. Wir fangen an, würde ich sagen, mit allen flüssigen, cremigen Zutaten. Mhm. Ja, das heißt einmal den Seidentofu. Jetzt haben wir dann die weiche Pflanzenmargarine. Die kommt auch gleich dazu. Die ist schon sehr schön weich. Den Zucker würde ich jetzt auch noch dazugeben und dann würde ich schon mixen. Magst du oder soll ich? Du darfst. Ich darf. Mir scheint, du genießt das, wenn du mal nicht backen und kochen musst. Es hat schon was, es hat was, ja. Ich bin einfach nur zu Gast hier, ich muss gar nichts machen. Du gibst doch Kochkurse. Nur reden. Gell? Ich mache auch viele Kochkurse und ich habe jetzt eigentlich diesen Namen ein bisschen umgetauft in Kochcoachings. Ja. Das Wort Coaching ist ja jetzt so modern und bedeutet ja eigentlich, dass man jemanden begleitet, etwas zu tun. Ja. Also ja. Ein Kurs, das ist so, da gehe ich jetzt hin und lerne was. Und das wollte ich nicht. Also kurz, die Leute machen selber und du schaust zu. Ja. Ja, ja. Ich gebe ihnen einfach nur ein paar Tipps und versuche wirklich ihre Kreativität ja. dadurch rauszuholen. Zu erwecken. Indem sie ein bisschen Sicherheit kriegen, was kann ich nehmen dafür und wie viel ungefähr. Und dann sollen sie einfach tun. Das funktioniert wirklich gut. Also das kann ich mir vorstellen. So, jetzt würde ich da... So, jetzt den Vanillezucker dazu. Vanillezucker noch, genau. Genau und ein bisschen Zitronenschale. Ich würde nicht das Ganze nehmen, ich würde ja. von dem die Hälfte. Okay, und jetzt würde ich löffelweise das Stärkemehl dazu geben. Kann ich das ich Löffel nehmen? Nein, ich nehme einen frischen. Ja. Das füllen wir jetzt einfach da hinein, aber vorher werde ich noch das Rohr vorheizen. Übrigens, deine Schürze ist so süß. Veggie Maggie. Ja. Dein Name, dein Synonym. Ja, ganz, ganz wirklich in 5 Minuten auch entstanden. Aber wenn es sein soll, dann passt. Hast du die designt mit der Sonne? Ja, ja. Aber deine Schürzen sind auch so schön. Du Danke. Hast so schöne Schürzen immer. Danke. Wirklich? Ich krieg die von der Wanda Deutschland. Und da sind unterschiedliche Designer und die statten mich aus. Wunderschön. Und die werden auch verlost werden nach der zweiten Staffel. Also bleibt dran, schaut regelmäßig auf Facebook vorbei, auf unserer Seite. Und dann werden wir sie verlosen. Und ich glaube, da sind wir jetzt
fertig. Nein, natürlich die Beeren fehlen die noch. Die Beeren. Oh, die habe ich jetzt ganz vergessen. Magst du in der Zaubertheke nachschauen? Ja. Vielleicht findet man da Beeren. Die Zaubertheke, die hat mir halt schon so gefehlt. Oh, jetzt kommt sie zum Einsatz. Zaubertheke. Beeren brauchen wir, gell? Beeren. Manchmal spuckt sie das Falsche aus. Es ist gerade was umgefallen, aber... Aber da sind sie, da sind sie, sehr gut. Wir brauchen nur ein paar Beeren zur Deko und die gebe ich einfach da so grob drüber. Das schaut dann ganz hübsch aus im Nachhinein. Und jetzt muss die ins Rohr. Und zwar für 50 Minuten. Sehr gut. Jetzt müssen wir warten und während der Kuchen backt, seht ihr das Rezept eingeblendet. Ja, wo ihr das Rezept allerdings auch sehen könnt, ist in der zweiten Ausgabe des Biolino Magazins. Man findet es ganz hinten auf einer Doppelseite. So sieht das Ganze aus. So, und jetzt ist unser Kuchen fertig, würde ich sagen, und wir nehmen den raus. Ja? Ja. Und er ist perfekt geworden. Er ist perfekt, wirklich. Er ist wunderschön. Du wirst ja auch ein Kochbuch herausbringen, das gibt es demnächst, richtig? Ja, ganz richtig. Was findet man da drinnen? Also das ganze Kochbuch ist saisonal aufgeteilt, Frühling, Sommer, Herbst, Winter. Ja. Es gibt Suppen für jede Jahreszeit, Hauptspeisen, Desserts. Ja, noch wichtiger ist auch, glaube ich, ganz viele Tipps, die ich so reingeschrieben habe, weil meine Küche ist ganz kreativ, ganz einfach und flott und trotzdem mit unglaublichen Ergebnissen, würde ich sagen. Und das heißt, du spornst eigentlich zur Kreativität an. Ja. Das machst du auch bei deinen Koch-Coachings, wie du gesagt hast, das spornst zur Kreativität an. Ja, ganz genau. Dass man sich traut. Das versuche ich auch immer. Ja, ich glaube, da passen wir wirklich ganz gut zusammen. Mein Motto ist ja auch, geht nicht, gibt's nicht. Ne? Ja, genau. Ja, wir verlosen auch ein Körbchen mit allen Zutaten, die man für diesen Cheesecake braucht. Und den holen wir jetzt nach vor, gell? Ja. Dieses wunderschöne Körbchen. Mit allen Zutaten mit für diesen wunderbaren Bären-Zutaten für diesen Bären-Cheesecake. Den gibt's natürlich zu gewinnen. Wie, das erfahrt ihr auf unserer Facebook-Seite, also schaut vorbei und nehmt am Gewinnspiel teil. Das heißt, wir sind fertig, ich verabschiede mich zuerst von dir. Vielen Dank, dass du bei mir warst. Danke, es war wundervoll. Schön, mit dir gemeinsam zu backen. Dankeschön. Und jetzt verabschiede ich mich auch von euch und hoffe, es hat euch gefallen. Und ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei, wenn es heißt, vegan backen mit Jasmin.